Hier sind und so weiter und so fort. Das ist einfach geile Scheiße. Die Sommer ist ja jetzt vorbei, wie geht es denn jetzt für dich persönlich weiter? Also diesen Sommer, also geht jetzt, machst du jetzt Urlaub oder geht vielleicht die Vorbereitung für nächsten Sommer? Ja, natürlich, die Vorbereitung für neue Sommer läuft schon auf Hochtouren. Nicht erst jetzt halt heute oder morgen dann, sondern schon die letzten Wochen und Monate. Muss ich natürlich bereit vorbereiten auf die Abgänge. Wir wollen natürlich nächstes Jahr auch eine gute, junge Mannschaft aufgeben, die da attraktiv Fußball spielt. Und deswegen werde ich natürlich mal ein bisschen Tapeten wechseln, mal ein bisschen raus. Aber Fußball und die Arbeit stehen im Vordergrund. Ja, du sagst gerade Fußball, die Arbeit steht im Vordergrund, auch dass wir eine junge Mannschaft quasi wieder ins Rennen schicken wollen. Also ich persönlich möchte mal Danke sagen an euch, weil ihr habt eine geile Saison gespielt. Also ich sollte mal bitte nicht mit dem Kopf nach unten nach Hause fahren. Lasst bitte den Kopf oben mit geile Saison spielen. Danke dafür, Fabian, und bis nächste Saison. Danke. Hast mal so den Kopf hoch, auch trotz der Niederlage heute 1-0 verloren. Erstmal sag mal ganz kurz was zu dem Spiel, wie hast du das Spiel gesehen? Also ich denke, es war ein sehr schwieriges Spiel. Wir haben die Erwartungen, die wir sonst reingestanden haben, spielen. Und wir haben dann halt einfach nicht so alles ins Gegentor bekommen. Ja, das war schwer, muss ich sagen. Aber es war ja, du sagst gerade nicht eure gewohnte Leistung. Ihr habt eine tolle Saison gespielt. Dafür, wie gesagt, großen Respekt an euch. Bist du erstmal froh, dass die Saison auch noch vorbei ist, um Kraftkampf zu finden? Ja, froh. Ich glaube, es ist gut, dass wir uns nicht verstehen. Ich denke, um eine gute Saison zu finden, ja, wie wirst du die nächsten Wochen verbringen? Geht's im Urlaub oder gleich persönliche Vorbereitung? Oder die ja, schon muss man eine Brücke vorstellen. Ich denke, ich eins zu eins eine Woche. Ja, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute für den Agentur. Sag uns mal Bescheid, wie es gelaufen ist. Wir drücken dir die Daumen und kommt gut nach Hause. Gute Sache. Letztes Spiel leider verloren. Du schaust noch etwas niedergeschlagen. Was hat heute gefehlt, dass wir das eine Tor nicht aufholen können? Ich glaube einfach, wer die erste Halbzeit gesehen hat, hat einiges gefehlt. Ich weiß nicht. Es war einfach keine Spannung drin. Ich glaube, dann in der zweiten Halbzeit haben wir versucht, alles rauszuhauen, auch wenn spielerisch nicht alles gelungen ist. Und nichtsdestotrotz kann man dann in der zweiten Halbzeit vom kämpferischen, vom läuferischen eigentlich
sagen, dass wir da waren. Im Endeffekt also ein bisschen Glück machen wir das 1-1 noch. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist ärgerlich, dass wir jetzt die letzten Saisonspieler noch spielen. Ja, aber ich hoffe, der Alter verfliegt bei. Was sagt denn euer Trainer, der Fabian Gerber, wenn es mit 0-1 in die Kabine geht? Macht er euch heiß oder geht er nochmal persönlich auf jeden ein? Gib mal kurz einen Einblick, wie das ist. Heute hat er gefühlt jeden Einzelnen bisschen auf jeden Fall angemacht, sage ich mal, weil, wie gesagt, die erste Halbzeit war nicht gut. Wie auch schon gesagt, die Spannung hat gefehlt bei jedem. Und er hat uns einfach versucht, ein bisschen wach zu rütteln. Hat einfach gesagt, ja, wir wollen mit einem guten Gefühl aufhören, wir wollen mit einem guten Gefühl nach Hause fahren, heute noch Mannschaftsabend machen. Und dass es dann nicht klappt mit dem roten Herz, ist einfach ärgerlich. Weil wir uns trotzdem viel vorgenommen haben für das Spiel, wir wollten unbedingt gewinnen. Auch wenn man das in der ersten Halbzeit vielleicht nicht gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz, es bringt uns nicht um. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, müssen wir jetzt im Urlaub runterkommen. Energie tanken und dann kommen wir wieder an. Schöne Sommerpause, Arthur. Ja. Danke für die tolle Saison und fahrt mit dem Lauf mit Kopf nach vorne. Danke an die Fans. Danke schön. Ja, wenn du da Moritz, letztes Spiel, erstmal Urlaub oder für dich persönlich? Ja, wir haben heute Abend noch, kommen nochmal alle zusammen, wir werden nochmal zusammen essen, das ganze Team. Und das Team, uns Team natürlich, alle, die dazugehören, weil es sind nicht nur die 11 Leute, die auf dem Platz stehen und die hier reinkommen, sondern es sind alle, die dazugehören, vom Physio bis zu den Leuten, die im Stadion arbeiten, die gehören alle dazu und deswegen sind wir heute Abend alle noch zusammen und so werden wir die Saison beenden. Gut, letzte Frage, Ben. Ihr habt jetzt gerade nochmal die Fans gesehen, noch ein paar Aufnehmen und eine Motto bekommen. Was macht das mit euch als Spieler, solche Aufnehmen? Wir sind natürlich stolz, dass wir solche Fans im Rücken haben, die selbst heute nach Berlin kommen, am letzten Spieltag, und so tatkräftig unterstützen und auch lautstark unterstützen. Deswegen kann man nur stolz sein auf die Fans. Die Fans können auch stolz sein auf sich. Und wir können auch stolz sein auf uns, dass wir als ganze Stadt so eine gute Saison erfüllen. Du hast das perfekte Schlusswort geliefert. Kommt gut nach Hause. Und wir sehen uns in der neuen Saison wieder. Die Saison 2022-2023 ist Geschichte. Die Spieler gehen in die Kopf, dann kommt. Die Fans rollen ihre Transparente ein. Wir machen gerade die letzten Bilder dieser Saison. Hier werden die Tore hinter uns schon weggefahren. Liebe Leute, das RWE Fanradio sagt Danke für eine tolle Saison. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder zum RWE Fanradio. Wir hören uns natürlich auch wieder.